Hi Leute, Jago hier mit einer weiteren Folge von Dolmen. Wir haben das letzte Mal so ziemlich das Intro eigentlich nur gespielt und sind dann zum Schluss noch auf unser Schiff gekommen. Und ich hatte das letzte Mal gefragt, was ich denn für Ausrüstung craften soll. Und das hat sich keiner gemeldet deswegen. Und ja, ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt. Das ganze Zeug, was wir momentan craften können, sind eigentlich nur die Eisachs, die wir jetzt eh schon haben, in zwei verschiedenen anderen Elementen. Und deswegen, I don't know, ob ich das überhaupt will. Das macht halt genauso viel Damage, basiert halt auf anderen Stats, aber Feuergroßschwert, I don't know, ich bin ganz zufrieden mit der Axt gerade. Die Knarre das gleiche, auch nur in verschiedenen Farben jetzt eigentlich. Und die Helme, ich meine, der Zoan-Helm ist gut gegen Eis, der Kaniptai-Helm ist gut gegen Säure und der Bora-Helm ist gut gegen Feuer. Also einfach sehr simpel gerade. Was ich aber auf jeden Fall machen will, ist HP skillen, denn HP skillen ist nie verkehrt. Dann kann ich mich noch das nächste Mal entscheiden, was ich denn noch so wirklich machen will. Und ja, gehen wir erstmal ein bisschen auf Tank. Tank sein ist nie verkehrt. Kannst eigentlich nichts mit falsch machen in so Souls-like oder insgesamt irgendwelchen RPGs. Leiste ist sogar ein bisschen größer geworden, das glaube ich zumindest. Sieht zumindest so aus. Und wir gehen wieder nach unten. Keine Ahnung, was ich mit den zur Halde. Ja, zur Müllhalde, da wollen wir hin. Keine Ahnung, was ich mit diesen Dolmensplittern machen kann. Wir haben sie jetzt auf jeden Fall. Die Katzen sind absolut wach. Wir haben eine 003 im Rücken oder im Nacken. Das heißt, wir sind offensichtlich nicht Nummer 1. Dieses Netz, was? Ist unzerstörbar. Etwas scheint es zu beschützen. Okay. Wenn es unzerstörbar ist, dann versuche ich es auch nicht weiter. Dann gehen wir jetzt erstmal hier lang oben weiter. Ach ja, stimmt, da waren ja die Teile. Unter uns ist auch noch ein Weg nach oben. Da hinten, ihr seht das da rechts, wo es rot leuchtet. Da können wir auch noch lang. Ja, müssen wir mal gucken. Okay, ich habe eins angelockt, ich habe beide angelockt. Das war jetzt nicht so wirklich mein Ziel. Ja, Mann! Zug, zug, zug! Damage ist neglectable, sag ich mal freundlich. Au! Okay, wenn wir sterben, wir stehen wenigstens an der richtigen Stelle. Immer fest drauf. Das ist doch die. Ist doch das Geräusch von Isaac, wenn er Schaden kriegt. Ich höre das doch. Nein, ich treffe das Netz! Jetzt drauf! Der Vorteil ist ja, dass wenn ich den Schild draußen habe, kriege ich keinen Stamina-Regenerationsverlust. Oh, ich habe pariert! Ah! Okay, die sind schon ziemlich tanky gewesen. Da hätte ich jetzt natürlich ein anderes Element gebraucht. Vielleicht doch nicht so schlecht, wenn wir ein anderes Element auf der Waffe hätten. Wenn wir nicht rein ein Eisbild spielen, weil dann können wir mit der Pistole zum Beispiel Eis applyen oder mit der Axt Eis applyen. Wobei die Axt macht ja, macht die Eisschaden? Moment, wie funktioniert das? Gewöhnliche Zoan-Eisaxt. Physischer Schaden. Und die Fähigkeit ist Frostsplitter. Das heißt, das würde ich bloß aktivieren können, wenn ich Y drücke. Jetzt habe ich mich da wieder rangesetzt. Ich bin ein Schmock sondersgleichen. Okay, wir versuchen das nochmal. Vielleicht kann ich die ja einzeln ziehen. Das sieht ehrlich gesagt ziemlich gut aus. Peng, peng, peng. Weiß auch noch nicht genau, wie das funktioniert mit den anderen Schüssen. Au! Verreckt! Okay, das lief besser als vorhin. Wir lassen jetzt unsere Energie mal ein bisschen regenerieren. Gehen da nach oben. Ich glaube nicht, dass wir von oben irgendwie gebacksteppt werden oder so. So, der ist geslowed. Ich glaube, ich habe ihn perfekt pariert. Kann das sein? Ah, jetzt nicht pariert. Plonk. Plonk. Okay, wir haben leider viel Schaden bekommen. Ich habe aber genug Energie zum Heilen. Hier ist noch Tutorial-Zeug. Das Symbol über dem Gegner zeigt an, dass sein Angriff unaufhaltbar ist und nicht pariert werden kann. Ach so, dafür steht das rote Symbol. Das ist nett, dass das erklärt wird. Da unten ist... Ach, damit hätte ich wahrscheinlich den Lift aktivieren können. Da ist ein Zombie. Ich meine, ehrlich gesagt, der kann ja nichts gegen uns tun, wenn ich ihn jetzt einfach anknall, oder? Okay, der kriegt aber auch marginalen... Oh, der kann doch was tun! Der kann doch was tun! Da ist das nicht gut. Hoffentlich trifft er mich nicht. Da unten rechts ist noch einer und da oben rechts ist noch einer. Überall Zombos! Oh mein Gott, überall Gegner insgesamt. Carbonlegierung, Kohlefaser, Polymer und noch irgendwas anderes, was ich nicht lesen konnte. Schnell, schnell, schnell. Au!
Das Ding ist down. Schnell zu dem anderen Parasitenficker. Komm her. Klonk. Und klonk. Gut, wir haben überlebt. Unsere Bohrer-MG-Teile. Nice. Dann heißt, wir können dann bald die Bohrer-MG tatsächlich bauen. Wow, der ist echt nah auf meinem Ohr. Ich heile mich mal nochmal und... Ach, das macht doch das Gift weg, oder war das Zufall? Benutzen wir zwei unserer Energiebatterien. Oder wie die heißen. Kann ich hier die Tür öffnen? Ne, bloß Deko. Aber ich kann hier den Fahrstuhl freischlagen, oder? Ah, und jetzt leuchtet der blau. Ah, jetzt kann ich den auch benutzen, ne? Rufen. Das sieht ja... Also wenn das eine Kryostase-Kammer sein soll, dann sollte die sich vielleicht nicht so drehen. Was ist das hier? Die Schriften enthielten die Wahrheit. Aktiviertes Dolmen ermöglicht uns, mit Wesen aus anderen Universen zu kommunizieren. Dies ist vielleicht die größte Entdeckung der Geschichte. Ach, deswegen haben wir auch in die Vergangenheit sehen können, als wir den Dolmensplitter aufgesammelt haben. Ich kann tatsächlich die Tür öffnen. Ist hier noch irgendwas Großes drin? Hier geht's scheinbar weiter. Wäh. Komm, hol die Flamme raus! Der ist Feuer, aber der kriegt keinen Damage von Ice, Max. Ui! Da war ich zu gierig. Nein, kann ich nicht blocken! Ah, ich habe das doch gerade erst gelernt. Hätte ich mir doch bis jetzt gerade wenigstens merken können. Naja. Tod ist tot. Wir haben schon wieder 800 Punkte. Zum Leveln kann ich das irgendwie kaputt machen? Nee. Ich könnte jetzt nach unten fallen, aber ich traue dem Fallschaden in dem Game nicht. Ich weiß nicht, wie hoch der ist. Sagen wir, aktivieren jetzt erstmal nochmal den Fahrstuhl nach unten. Ach, die Tür ist einfach nur aufgegangen. Ich dachte, da ist irgendwas. Nach unten. Da ist so ein Feuerding. Da wäre fast sowas wie Freeze gewesen. Ah, zu langsam. Ich dachte, ich habe mehr Zeit. Ich wollte warten, bis mein Angriff durchkommt und dann erst rollen. Weil das ja auch durchaus Sinn macht. Kryometall, kryogenische Teile und Metall irgendwas. Konnte ich jetzt nicht so schnell lesen. Geht alles ganz schön schnell weg. Gut, macht auch Sinn. Wäre nämlich auch kacke, wenn es die ganze Zeit da wäre. Da hinten liegt noch was Lilanes, da müssen wir gleich mit dem Fahrstuhl noch reinkommen. Jetzt erstmal den Dude da wegschießen! Ich soll vielleicht nicht so viel schießen. Vielleicht aktiviere ich mal unsere Energie. Schon guter Schaden, kann man sich nicht beschweren. Ah! Oh! Jeez, Luis! Der macht auch guten Schaden. Und das trifft trotzdem. Jesus Christ! Wie viel Damage die machen. Eine Keratinhülle bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Unsere Verteidigung ist reduziert. Mir geht's nicht so gut. Okay, wir gehen nach unten. Und uns das lila Item. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht irgendwas Gutes, vielleicht ist ja noch ein Bohrer, noch ein Maschinengewehrteil. Hoffen darf man ja. Das war nicht die richtige Richtung. Ach, deswegen kann ich X oder A drücken. Weil X immer nach unten bedeutet und A bedeutet immer nach oben auf, beim Aufzug. Dann fahren wir mal jetzt nach unten. Wir sind immer noch weiter oben, als ich gedacht habe. Kackteil. Die bisher geförderte Menge an Dolmen reicht doch noch nicht aus, um die notwendige Energiemenge zu erreichen. Notwendige Energiemenge für was? Die Tür ist verschlossen. Ah, jetzt sind wir hier. Oh, was bist du? Ah, alles bringt mich um. Plonk. Na, komm her. Macht trotzdem ordentlich Schaden, ne? Jetzt schlagen, schlagen. Ah, komm schon. Nice. Ich hätte gerne meine Waffe eigentlich geupgradet das letzte Mal, als wir in der Stadt waren. In der Stadt, sage ich. In der Dingens waren. Im Hub. Auf unserem Shuttle. Na, es geht ja irgendwie nicht. Vielleicht geht es erst später. Wahrscheinlich geht es erst später. Hoffentlich werde ich jetzt nicht ermordet. Schnell, 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 schnell. Huah! Isaac Soundeffekt. Mr. Isaac Clark. Seltenes Pyrometall. Ich meine, das war es wahrscheinlich wert. Hier ist sonst nichts weiter. Dann können wir jetzt nach oben wieder fahren. Und können tatsächlich da weiter. Ich hoffe, wir finden aber relativ schnell einen Safe Point. Vielleicht sollte ich einfach direkt nochmal zurückgehen und da versuchen zu speichern.
Also zu heilen eigentlich eher. Und dann würde ich die Gegner durchbolten. Das ist irgendwie sinnvoller, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das machen wir. Ich meine, jetzt kann ich sowieso rennen. Jetzt ist ja hier nichts mehr. Ich wünschte, ich könnte springen. Dann könnte ich jetzt hier so parkourmäßig rüberspringen und merken, dass ich es nicht schaffe und dann runterfallen. Und elendig verrecken. Aber da hinten war ja auch noch ein gelbes Item, ne? Kommt man da später hin? Habe ich das jetzt übersehen? Habe ich den Weg nicht gefunden? Keine Ahnung. Hier komme ich auch nicht rein. Und ich weiß auch weiterhin nicht wie. Interagieren. So. Wir sind voll. Alles ist resettet. An denen rennen wir jetzt einfach vorbei. Und wir rennen in die Tür. Ich hoffe, die folgen uns nicht so weit. Wenn doch, sterben wir jetzt. Werden wir gleich rausfinden. Oh mein Gott, hat die viel Reichweite. Lauf, 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 lauf. Lauf hin, lauf hin, lauf hin. Oh Gott. Oh mein Gott, wir sind viel schneller, wenn wir einfach rollen. Wozu eigentlich sprinten, wenn ich auch einfach rollen kann? Oh mein Gott. Oh, hier ist echt... Hier ist echt voll. Ah. Aha. Schlagen. Ausweichen. Schlagen. Ausweichen. Gott, die Reichweite von den Attacks von denen ist immens. Okay, der ist tot. Wie mache ich jetzt diese drei Nester hier auf? Ich würde sagen, ich schieße einzeln drauf, oder? Ja, das sieht gut aus. Das funktioniert auf jeden Fall. Ah! Wenn ich mich nicht treffen lassen würde, wäre es noch besser. Waren das alle? Oh, Blorbel, Blorbel, der steht direkt hinter der Tür da hinten. Wir haben noch ein Dolmen-Fragment bekommen. Keine Ahnung, wofür die sind. Werden wir bestimmt irgendwann rausfinden. Was ist das? Die Vahani hatten eine Verbindung zu höheren Wesen. Jahrtausende lang glaubten wir, dass sie von diesen Wesen technologische Unterstützung bekommen haben. Heute fragen wir uns, ob es den Vahani gelungen ist, einen interdimensionalen Kontakt herzustellen. Interdimensionalen Kontakt zu wem? Kann ich da runter? Nee, da ist überall Gitter. Hallo? Geht's dem gut? Das ist auf jeden Fall eine Leiche. Kann ich das kaputt machen? Ne, kann ich da rein? Auch nicht, hier blitzelt's überall. Ich trau mich nicht weiter. Ich benutze was zum Heilen. Better safe than sorry. Dem fehlt aber ein bisschen mehr als nur der... Als nur der Schritt, Dachte, da ist noch ein bisschen mehr dran an dem. Da ist irgendwas zerfetzt, zerlasert, zerschmolzen. Auch die Sachen kann ich nicht kaputt machen. Das ist ja fast schon ein bisschen Metroidvania, wenn da so Sachen hier sind, die man erst später kaputt machen kann. Lass mal mein Schild oben. Hallo. Da burbelt irgendwas hinter der Tür. Ist nicht direkt hinter der Tür, das ist schon mal nett. Da unten ist wieder was zum Lesen. Was ist das für ein billiger Jumpscare da unten? Ich gehe die Treppe runter. Sind das zwei oder ist das einer? Ne, ist einer. Jetzt gibt's Axt! Ah, jetzt gibt's für mich auch vor allem Axt. Macht halt echt nicht so viel Damage, aber ist besser, als wenn wir die ganze Zeit auf die Schnauze kriegen. I suppose. Okay. Der ist down. Oh, wie der sich auch auflöst. Jesus. Das ist kein menschliches Skelett. Der hat mehr Arme. Der hat drei Arme, oder habe ich das falsch gesehen? Yikes. Wissenschaftlern ist es gelungen, Wissenschaftlern ist es gelungen, das Signal zu entschlüsseln. Es handelt sich um Anweisungen mit bestimmten Frequenzen zum Öffnen eines Dimensionsspalts. Alle sind über diese Nachricht äußerst aufgeregt. Also es ist legit Doom, ja? Die bisher geförderte Menge an Dolmen reicht noch nicht aus, um eine notwendige Energiemenge zu erreichen. Also brauche ich mehr Dolmensplitter, um die Dinger hier zu aktivieren? Oder wie soll ich das verstehen? Weil das ist ja der gleiche Text wie bei dem anderen. Muss ich irgendwie 5 Splitter haben oder 4? Ich habe keine Ahnung. Da steht da nichts. Hallo? Zombie-Feuer-Dingsies? Wait! Oh mein Gott! Unsere Verteidigung ist geschreddert. Ich würde es gerne ehrlich gesagt kurz abwarten, dass der Dieb wieder weg ist, damit ich dann da reingehen kann. Ich weiß noch nicht genau, ich kann ja... Piu, piu, piu. Achtung! Piu.
Oh nice, der Triple Shot. Ich wünschte, ich würde verstehen, wie der funktioniert. Ah! Peng! Peng! Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich schieße einfach. Irgendwann werden sie schon sterben. Piu, piu, piu. Oh, das ist gut. Ja, ja. Wenn mir jemand erklären kann, wie dieser Salvenschuss funktioniert oder ob das random ist, dann bitte in die Kommentare, weil ich verstehe es nicht. Wir haben jetzt ein weiteres Dolmen-Fragment bekommen. Ich will wissen, ob ich jetzt das Ding hier aktivieren kann. Ne. Na gut, war eine Idee. Rechts oder links? Ich würde sagen links, weil hier waren Gegner. Hier ist noch eine Tür. Hier ist noch eine Tür. Eieiei. Und noch eine Tür. Ach du Scheiße, ey. Ich hab mich jämmerlich verlaufen hier. Okay. Keratinhülle und irgendeine Düse. Huch! Ich dachte, jetzt sterbe ich am Fall damit. Das wäre es jetzt gewesen, einfach so einen Meter, so einen halben Meter irgendwo reingefallen und gestorben. Loot. Die Nikiderma sagen, sie seien Botschafter und interdimensionale Reisende. Sie scheinen freundlich und bereit zu sein, Technologie mit uns zu teilen. Irgendetwas sagt mir aber, dass wir vorsichtig sein müssen. Wir haben es hier mit unerforschten Kräften zu tun. Ja, die wollen wahrscheinlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen miteinander sein. Da ist irgendwas, was kein Zombie ist. Da wartet irgendwas mit einer Waffe. Seht ihr das hinter dem Glas? Gehen wir gleich rein. Ich denke, da hinten geht's weiter. Ich glaube, hier ist nochmal irgendwas Optionales. Meine Gaming Senses sagen mir das. Ich gehe mit der Knarre rein. Okay, könnt auch. Wir können es auch genauso gut weitergehen. Ha. Huh. Ah, ist ein Beacon. Was bist du? Mit Movie interagieren. Was für ein Movie schauen wir uns denn an? Eine Boruka. Okay. Danke. Hast du den Dude ermordet? Ey, die haben auch Leg Day geskippt, ne? Oh, der tatsächlich, der liegt einfach im Bein. Okay. Wir haben eine neue Komponente bekommen. Leuchtfeuer aktiviert. Ich könnte jetzt mal was craften gehen. Was ist das hier? Sämtliche Ausgrabungsressourcen der Station sind auf die Untersuchung der Dolmenkristalle ausgerichtet. Wir hoffen, dass sich das Ergebnis auszahlt, da sonst die gesamte Versorgung mit Erzen beeinträchtigt wird. Okay. Geht's hier noch weiter? Hier geht's tatsächlich weiter. What's the threat level? Huge. Bigger than everything you face so far. Make sure you're ready and equipped for the challenge. Das ist ja human, das Game. Das ist ja richtig human. Das sagt dir sogar, hey, Achtung, da vorne ist ein Boss. Vielleicht solltest du da noch nicht lang gehen. Das ist ja Baby-Game für Babys. Was ich mich jetzt halt frage ist, kann ich denn nicht auch meine Waffen einfach upgraden? Ich würde gerne meine Waffen einfach upgraden. Würde ich mich viel besser mitfühlen, als wenn ich hier die ganze Zeit nur neue Sachen craften kann. So, davon fehlt mir noch ein Teil. Davon fehlt mir auch noch ein Teil. Nikiderma Schrotflinte. Oh, Baby. Schrotflinten sind ja schon mein Stil. Dann können wir hier mit der Shotgun die ganze Zeit durchlaufen. Spiel wirklich ein bisschen Dead Space. Gut, da bin ich mit einer Kreissäge rumgelaufen, aber es war auch geil. Da ist noch ein anderes Schild. Der gibt mir Stärke, so wie es scheint. Schildstabilität ist auch höher. Haben wir aber noch nicht die Teile für. I don't know. Was nehmen wir denn? Ich guck mal nochmal kurz rum. Vielleicht kann ich ja doch irgendwo meine Sachen upgraden. Weil das ist ja eigentlich, was ich versuche. Hier kann ich nicht rein. Hier ist zu. Das kommt wahrscheinlich erst später. Das ist meine Anzugfarbe ändern. Genau, das möchte ich nicht. Oben war aber auch nichts zum Upgraden, ne? Hier ist nur der Dude. Noch ein Feuerreaktor. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Und ein Säurereaktor. Das letzte Mal schon bekommen. Ich
Spielbosse nicht wiederbeleben, weil wir noch gar keine Bosse besiegt haben. Kann ich die da drauf equippen? Nee. Hier sind die Reaktoren. Ups. Ach, das ist für die Energiequelle. Ah. Warte. Jetzt bin ich verwirrt. Energiemodus. Projektilabwehr, Hitzkopf, Feuernova. Kann ich nachgucken, was das macht? Nicht wirklich, ne? Das sind einfach ein paar Sachen, die mir gesagt werden. Huh. Ja, ich weiß nicht. Säure hätte ich schon gerne. Aber warum habe ich denn die Eisaxt? Ich verstehe das nicht! Weil wir haben ja die Fähigkeit Frostsplitter auf der Axt. Aber wie benutze ich das? Oh. Oh, das kann ich kombinieren. Kann ich das während dem... Das kann ich auf der Stelle benutzen, ohne dass ich wirklich lang sprinten muss. Das ist ja nice. Weil das ist ja eigentlich der Sprintangriff hier. Und zum Sprintangriff finde ich den kacke. Aber wenn ich auf der Stelle stehen bleibe und kurz drücke und dann sofort angreife, kann ich das auch machen. Und dann ist es, glaube ich, ein ziemlich guter Angriff. Hm. Okay, das hat mir jetzt aber alles nicht geholfen. Ich wollte ja eigentlich upgraden. Upgrade haben wir nichts gefunden. Naja, irgendwann werde ich das Spiel schon verstehen. Da ich immer noch nicht genau weiß, auf welche Attribute ich gehen will. Ich meine, wir sollten mal... Mit Stärke kann ich auch nichts falsch machen, ne? Erhöht unseren Schaden um 1. Ah, noch ein bisschen mehr. Ja, Stärke, I guess. Ja, ja, mach mal drauf da. Und dann behalten wir... Wir machen... Kann ich vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich sein, ich weiß nicht, wie ich diesen Frostsplitter benutzen soll. Weil ich habe hier, wenn ich hier auf die Axt gucke, ja? Da steht ja Fähigkeiten, Frostsplitter. Und ich dachte, das wäre, wenn ich den Energiedingens benutze und dann R1 drücke, dann fliegt ja so ein Ding weg. Aber das ist ja jetzt grün trotzdem. Ist ja trotzdem jetzt was anderes. Ich verstehe es nicht. Naja. Vielleicht verstehe ich es ja irgendwann. Portet er mich jetzt zum falschen Ort? Nee, bin schon richtig. Okay. Da hinten geht's zum Boss. Offensichtlich gehen wir dann hier lang. Hätte mir vielleicht jetzt einfach ein... Kann ich einfach ins Menü? Oh, wird nicht! Okay, ich wollte es nur ausprobieren. Sehr gut. Oh ja, das macht definitiv mehr Damage an denen. Und wir machen jetzt au, insgesamt auch mehr Schaden an denen. Oh, der dreht sich mit. Und er schlägt auch noch zweimal. Das hat ja gar nicht funktioniert, wie ich das wollte. Ein Dolmenfragment. Jetzt haben wir 5. Nice. Oh, der Schaden ist exorbitant hoch. Eieiei, das war nicht gut. Gut, dass wir da hinten einen Safe Point haben. Jetzt muss ich meine ganzen Energiespeicher wieder aufsammeln. Aufbrauchen. So ist es halt. Okay. Also rein hier. Es klingt, als würde rechts was von mir rülpsen, aber es ist tatsächlich links von uns. Hat meine Guard gebrochen. Der kriegt keinen Damage! Und hat irgendein Schild. Was? Okay. Der ist ganz schön stark. Nein, 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 nein. Triff mich nicht. Wip, 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 wip. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann ihn damit vielleicht staggern. Aber dem ist nicht so. Ah, oh, jetzt bin ich auch zu langsam gewesen. Ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Schön nach hinten. Stamina regenerieren. Okay, ich habe gewonnen. Puh.
Ich habe irgendwie erwartet, dass der ein bisschen mehr droppt. Aber hier ist Lore. Durch den Beschuss der Kristalle mit Atomen mit hoher Geschwindigkeit verursacht das Signal einen dimensionalen Nachhall, der in verschiedenen Dimensionen widerhallt. Jetzt müssen wir auf eine Antwort warten. Okay. Ein multidimensionaler Hall, okay. Dolmen-Aktivierung erfolgreich. Der interdimensionale Spalt wurde geöffnet. Wenn auch nur kurzzeitig. Wir benötigen mehr Kristalle. Okay. Warum würde man das wollen? Ach, das Ding, was ich da höre, knarzt hinter der Wand. Das ist in einem anderen Raum. Deswegen höre ich das. Das war ja jetzt irgendwie nicht so wirklich lohnenswert hier drin. Außer, dass wir ein bisschen Lore bekommen haben. War hier nicht wirklich irgendwas. Nun. Dann halt nicht. Gehen wir halt speichern und gehen dann zum Boss, nicht wahr? Mal gucken, was kommt. Weil wie schlimm kann es sein? Hier ist noch eine Tür. Ist da was? Das ist ein langer Gang. Sieht fast aus wie ein Bossgang. Na, na, na. Ich fühle mich schon ganz wohl hier. Was ist das hier? Die Fluchtwege wurden durch eine Art stark verdichtete Seide blockiert. Wir sitzen fest. Das sind diese roten Fäden, die wir überall gefunden haben. Dieses Netz, wo wir nicht durchkommen. Ich schätze, da kommen wir durch, wenn wir den Boss besiegt haben. Fragezeichen. Kann ich das kaputt schlagen? Nee. Hier ist nichts. Keine unsichtbaren Wände oder einschlagbaren Wände oder so, nee. Na gut, dann nicht. Dann auf da rein. Kann ja nichts passieren. Das ist der größte Bait, den ich da hinten jemals gesehen habe. Ich kann Bosse wiederbeleben. Multiplayer spielen. Will ich aber alles gar nicht. Ich will nur mein Item hier nehmen. Und nicht gejumpscared werden. Also da vorne kann man auf jeden Fall rein. Meine Dolmenkristalle blinken auch. Ich weiß aber immer noch nicht, was man damit macht. Betrete Nest der Dementula. Ja, dement fühle ich mich auch manchmal. Wenn das mal kein Bossraum ist. Ja, surprise. Hi! Gar nicht so groß, wie ich befürchtet hatte. Okay. Peng. Kann man auf jeden Fall einfrieren. Ach nö. Ein Bossfight mit Ads. Ich glaube nicht. Und das gleich als allererstes. Ah, hier sind Eier! Huh. Jetzt schlagen! Au! Du bleibst noch schön. Schön frostig bleiben. Jetzt oder nie! Oh, das war guter Schaden. Ah, ah. Frostig bleiben, frostig bleiben. Schlagen! Oh mein Gott! Schnell, 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 schnell. Ah, es kam nicht durch. Oh mein Gott, sie sind überall! Ich bin so langsam. Jetzt werde ich nicht überleben. Das Gift, das Gift! Ich lebe! Ich glaube es nicht. Nochmal spucken, nice. Jetzt. Ja, noch so ein Teil. Oh, Jesus. Nein, wir sind tot. God damn. Meine Dolmensplitter. Meine Zeitlinie. Okay, Runde 2. Wir kümmern uns dieses Mal immer um die Ads. Lassen uns nicht treffen und ballern das Ding. Ja, ja. Ah, dass mich das auch noch trifft. Jetzt aber! War ganz okayer Schaden. Unsere Stamina-Regeneration ist trotzdem unter aller Sau. Deswegen zwischendurch ein bisschen Energie benutzen. Macht nicht wirklich viel Damage. Hat ehrlich gesagt gar keinen Damage, sehe ich gerade. Ausweichen. Und nochmal drauf. Nice. Guter Damage. Und nochmal drauf. Huah! Da war es wieder. Okay, jetzt wird wahrscheinlich ein bisschen was spawnen. Ja. Alles anschießen. Huh. Oh shit. Jetzt muss ich heilen, leider. Verliere meine Energie dadurch ein bisschen. Ah, ich sehe nichts. Oh.
Kill das Ding! Das muss frostig bleiben. Jetzt kann ich so einen Energieblaster benutzen. Batterien-Ding meine ich natürlich. Komm schon, komm schon. Oh, ich hab das Ding zerschossen. Cool. So. Und Smash. Oh Gott, der Damage ist ja low wie Sau. Ich höre irgendwas neben mir. Oh mein Gott, der weckt schon wieder die Teile. Einer ist down. Nein! Kill das Ding! Kill das Ding! Und das Ding auch! Frost muss aufgebaut werden. Frost ist aufgebaut. Oh! Okay, Batterie benutzen. Ist wichtiger als Damage zu machen. Und nochmal zack, zack. Füllt auch die Eisleiste wieder auf. Und nochmal zack, zack. Ich hatte recht. Das ist ein guter Angriff für Bosse. Ausweichen. Oh, what? Okay, Batterie benutzen. Zwei haben wir noch. Plonk. Schön auf den Arsch. Ah, auf dem Arsch kriegt sie mehr Schaden. Das ist gut zu wissen. Und sie ist eingeeist. Ja. Oh mein Gott. Klonk, sehr schöner Schaden. Macht scheinbar auch Eis AOE. Oder warum auch immer wir sonst AOE gemacht haben. Keine Ahnung. Ah, wurde getroffen. Schaden ist solide. Kriegt trotzdem hinten mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Nochmal Klonk. Oh oh. Ah, das habe ich befürchtet. Schießen, 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 schießen. Rost oben halten. Pariert. Das kann man nicht parieren. Und jetzt. Smack, smack. Ausweichen. Wir haben gewonnen. Jawohl. Nice. Unsere erste Bossbedrohung. Jesus, der hört gar nicht mehr auf zu droppen. Was ist denn hier? The creature's dead. The webs seem to be losing density. It's like the creature was exerting influence upon the material. Interesting. Interesting. 9000 Naniten. Ja, geil. Okay, kann ich jetzt hier einfach wieder durch? Ist hier noch was? Da ist noch ein Ei. Aber das Ei lasse ich mal Ei sein. Wir haben übel viel Zeug bekommen. Haben wir auch einfach eine Straight-Up-Waffe bekommen. Menuing ist schwer. Nein. Aber wir haben halt jede Menge Materialien bekommen. Die wir benutzen können, um neue Sachen herzustellen, möchte ich mal behaupten. Und da wollen wir doch gleich mal gucken gehen. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, warum unsere 5 Dolmen-Fragmente blinken. Kann die jetzt wiederbeleben, ne? Dement oder erforderlich 3 Dolmenfragmente, Preis. Preis. Achso, Preis wie die Belohnung, wie der Pokal zum Beispiel. Okay, und 2000 Naniten. Also kriege ich nicht ganz so viel zurück, wenn ich den nochmal besiege. Beim ersten Mal kriegt man also mehr. Machen wir später vielleicht nochmal. Erstmal gucken, was das alles jetzt kann. Zurück zum Raumschiff! Hui! Denn wenn wir da jetzt ordentliche Ausrüstung craften können, das wäre natürlich ziemlich geil. Vielleicht auch was Kreatives als, oder eine kreativere Waffe als eine Axt. Denn es, boah, Äxte sind schon cool und so. Was haben wir denn hier? Dementula-Klauen. Ah ja. Ein Klauenpaar aus Dementula-Körpern und Energieadaptern. Geschicklichkeit plus 4. Ah ne, braucht. Braucht Geschicklichkeit 5? Ich verstehe das Menü noch nicht ganz. Skaliert gut mit Stärke. Reviana 2, Säureangriff. Angriffstempo, Kosten L-Angriff, Kosten schwerer Angriff. Okay, okay, okay. Ich kann da irgendwelche Boni mit reinschmieden. Kann ich das hier auch machen? Ah. Ach, ich kann da andere Items mit reinschmieden und kann mir dann eigenmodifizierte Waffen machen. Das ist ja geil. Das ist ja nice. Die Dementula-Klauen wären natürlich schon echt cool, ne? Dann bin ich quasi Boxer. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Wir brauchen mehr Geschick dafür. 5 Geschick.
Ich meine, Wissenschaft kann nicht schaden. Wissenschaft gibt, glaube ich, Energie, nicht wahr? Nee. Energie gibt wahrscheinlich Energie. Macht doch irgendwie mehr Sinn. Gibt auch Verteidigung. Gar nicht so wenig, ehrlich gesagt. Mein Bild ist all over the place, aber ich weiß halt auch echt einfach noch nicht, was ich machen will. Problem ist, man kann nicht reskillen. Ich habe nämlich gerade mal ein bisschen was nachgelesen. Aber das wird schon. Das wird schon. Nur was muss ich halt mehr grinden. Apropos grinden. Wir holen uns die Dementula-Clown. Oh. Wenn man zwischendurch stirbt beim Bossfight, dann respawnt er nicht mehr. Hm. Das heißt, ich müsste jetzt 4 Dolmen-Fragmente farmen. Hm. Dann muss die Rüstung wohl, die Waffe erst später. Na gut, dann gehen wir hier weiter. Allerdings erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Dolmen. Auch wenn alle sagen, dass das Spiel nicht gut ist, aber ich finde es bis jetzt eigentlich ganz gut. Passt schon, passt schon. Gutes Game, gutes Game.